Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch in meinem Video zeigen, was ich von Rossmann zugeschickt bekommen habe. Und zwar ist das ein Produkt, was ich richtig, richtig cool finde. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ich dachte mir, ich zeige euch das diesmal ein bisschen anders, erzähle euch, wie ich das Produkt finde und wie ich es anwende. Denn das versuche ich jetzt öfters zu machen, dass ich die Produkte nicht nur erzähle, wie sie sind, sondern auch versuche zu zeigen, wie ich sie anwende und was ich davon halte. Ich kann euch gleich sagen, es geht heute um das Thema Haare und deswegen habe ich meine Haare heute mal offen gelassen. Ich habe die Luft trocknen lassen und habe sie dann, es ist jetzt der zweite Tag sozusagen nach dem Haarewaschen und habe dann schon drauf geschlafen und. Und zwar geht es um dieses Produkt hier, das ist von Jean and Lean Philosophie, das ohne Gedöns Pflege-Repair spitzenmäßig mit Arganöl und Shea Butter. Und oh mein Gott, ich dachte am Anfang, als ich das benutzt habe, so, ja, es ist ja nichts drin großartig an Konservierungsstoffen und Co. Dann dachte ich mir so, was soll das Ding können, weil wir kennen es, die meisten Sachen, die wirklich schön die Haare pflegen bei blondierten Haaren, da ist so viel Silikon drin, damit es sich einfach gesund anfühlt, das Haar. Ich mache das übrigens so, dass ich erstmal meine Haare wasche, das Shampoo einwirken lasse und dann wieder abspüle. Und dann benutze ich eben immer eine Pflegespülung, das brauche ich einfach wegen meinen gefärbten Haaren. Und dass das immer so, ja, 5 bis 10, manchmal sogar 20 Minuten einwirken, je nachdem, wie lange ich in der Badewanne sitze, ob ich ein Buch lese oder nicht. Oder YouTube-Videos gucke. Wer macht das auch? Bitte in die Kommentare damit. Ich bin da leider so. Jedenfalls habe ich das genauso gemacht wie bei jedem anderen Mittel, was ich sonst benutze. Und dieses Shampoo soll eigentlich eine walnussgroße Portion ins feuchte, gewaschene Haar geben, 5 bis 10 Minuten einwirken und gründlich ausspülen, so wie fast bei jeder. Also man muss zwar hier schon deutlich länger das Produkt einwirken lassen, aber ich sag euch, der Duft. Ich möchte mich da reinlegen. Also allein vom Duft her, es ist nicht ein künstlicher Duft, also dieses quietschig, was man von Balea Body Butter und so kennt, weil die riechen hier wirklich sehr, sehr stark nach künstlicher Chemie. Das ist kein negatives, keine negative Äußerung, sondern ich will einfach nur vergleichen, das riecht wirklich quietschig nach frisch und das riecht einfach frisch, einfach super, super gut. Ja, das heißt nicht, dass ich das andere nicht mag, aber in den Haaren bevorzuge ich so einen sanften Duft. Und ich kann gleich sagen zum Duft, es bleibt wirklich sehr, sehr lange in den Haaren. Es riecht immer noch danach. Ich benutze allerdings keinen Schaumfestiger oder ähnliches, deswegen riecht es wahrscheinlich auch so lange danach. Was kann ich zum Produkt an sich sagen? Ich mache das normalerweise immer so, dass ich, nachdem ich das hier einwirken lassen habe, ausgespült habe, meine Haare in ein Handtuch eingewickelt habe, dass ich dann noch eine Sprühkur nehme, die ich schon seit Jahren nehme, die ich schon in der Kindheit benutzt habe. Und da habe ich jetzt eine neue, die, also von der gleichen Firma, eine neue, die jetzt für den Winter ist, die werde ich euch auch irgendwann mal vorstellen. Und die mache ich normalerweise immer nach dem Haarewaschen nochmal zusätzlich in meine Haare. Das habe ich jetzt mit Absicht nicht getan, weil ich gucken wollte, was kann das Produkt alleine. Und ich kann es euch sagen, meine Haare riechen gut, sie sind super weich, sie glänzen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt hier, dass sie auch wirklich schön glänzen. Sie fetten nicht so stark nach, deswegen versuche ich jetzt mal wirklich, solange es geht, meine Haare nicht zu waschen. Ich kann aktuell keinen Sport machen, weil ich verschnupft bin. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Dementsprechend versuche ich das jetzt einfach mal als Nicht-Sportler, solange meine Haare nicht zu waschen, wie es geht, bis ich merke, okay, jetzt ist Ende. Weil wenn das sein sollte, dass ich mindestens 4 Tage hinkomme, was ja eigentlich schon ein bisschen eklig ist, aber für die Haare einfach gut ist, dann werde ich dieses Produkt sowas von nur noch das benutzen und nie wieder eine andere Pflegespülung. Weil bei vielen Pflegespülungen, wo Silikon und so drin ist, da fetten die Haare hier einfach viel zu schnell nach, sehen viel zu schnell platt aus. Das hatte ich am ersten Tag nach dem Haarewaschen überhaupt nicht. Ich hatte sogar noch mehr Volumen als jetzt. Jetzt habe ich halt schon 2 Mal drauf geschlafen. Aber wenn es der Fall sein sollte, dass dieses Produkt meine Haare nicht schnell fetten lässt, wie andere Spülungen, und sie trotzdem so gut pflegt, was sie ja jetzt aktuell tut für mich, dann werde ich dieses Produkt immer und immer wieder nachkaufen. Und dann werde ich auch gucken, ob ich mir das Shampoo mal davon besorge. Wenn ihr vielleicht schon Erfahrung mit dieser Pflegereihe gemacht hat, weil ich habe gesehen, es gibt auch für Kinder diese Reihe, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, welche Produkte ihr davon auch empfehlen könnt. Also das ist für mich auf jeden Fall eine Empfehlung für euch. Ich finde es wirklich richtig, richtig gut und bin froh, dass Rossmann mir das zugeschickt hat. Danke Rossmann, dass ich das ausprobieren durfte. Allgemein danke an Rossmann, dass ich so oft eure Produkte testen kann, denn das ermöglicht mir, dass diese Reihe für euch zu machen, die Nati Test It Reihe. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr doll, dass ich jetzt das entdeckt habe, weil ich weiß nicht, ob ich es sonst gekauft hätte, weil ich eben noch nicht so viel von dieser Firma gehört habe online. Und vielleicht geht es euch ja genauso und ihr habt jetzt durch mich einen Kauftipp bekommen und könnt dieses Produkt mal ausprobieren.
So, ihr Lieben, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wahnsinnig sogar. Und wenn ihr noch nicht Abonnent sein solltet, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr auf den Abonnier-Button unten drückt. Abonnieren ist kostenlos. Ich glaube, das muss man nicht mehr sagen. Aber ich tue es jetzt trotzdem mal in diesem Zuge. Und hier drüben werde ich mal meine zwei letzten Videos verlinken. Ich hoffe, ihr guckt auch da mal vorbei. Es sind ein paar coole Sachen mit bei auf jeden Fall. Und jetzt beginnt ja auch die Weihnachtszeit und die Adventszeit und ich versuche euch da auch natürlich ein paar Videos hochzuladen, die speziell für Weihnachten sind. Falls ihr da bestimmte Wünsche habt, auch damit bitte in die Kommentare. Und ja, klickt da drauf, wenn es euch interessiert. Ich werde euch hier die letzten zwei Test-It-Reihen verlinken und freue mich dann auf euer Feedback, auch bei diesen Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächsten Montag wieder, wenn ich wieder ein Produkt teste. Also das ist eine kleine Ankündigung nebenbei noch. Wenn ihr Lust drauf habt, bald kommen Weight Watchers Videos wieder. Ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet, ich glaube fast ein Jahr, dass ich wieder Weight Watchers Videos hochlade. Und das tue ich jetzt hiermit und freue mich schon wahnsinnig, diese neue Reihe mit euch zu starten. Bis dahin, bis nächste Woche.